Wenn ihr einen Netzwerkdrucker habt, bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr das Problem kennt, dass der Drucker auf einmal nicht mehr druckt. Man sendet einen Druckauftrag und es passiert einfach nichts. Oder der Drucker wird halt als offline angezeigt und dann steht man mit einem großen Fragezeichen da. Ich habe einen Epson-Drucker, ich vermute aber, dass dieses Problem auch andere Drucker betrifft. Aber bei Epson ist es auf jeden Fall so, dass man den einrichtet, alles funktioniert schön und irgendwie nach 2 Wochen auf einmal druckt er nicht mehr. Der Grund ist relativ einfach. Wenn man einen Netzwerkdrucker hat, egal ob man den per Kabel oder WLAN anschließt, bekommt er eine IP zugewiesen vom Router. Diese IP hat aber eine sogenannte Lease Time, das heißt, die kann sich ändern nach einer bestimmten Zeit. Diese Änderung kriegt dann scheinbar der PC nicht immer mit. Der Drucker schickt zwar irgendwelche Uni in ein Multicast-Pakete, schickt er, glaube ich, im Netzwerk rum und sagt, hier bin ich, so heiße ich, und dann kann sich auf dem PC die IP aktualisieren, nur das funktioniert scheinbar nicht immer, vielleicht blockt auch der Firewall oder die Antivirus-Software. Den genauen Grund kenne ich nicht, aber das Resultat ist klar, man kann nicht drucken. Die elegante Lösung ist einfach, dem Drucker eine feste IP zuzuweisen, dass die sich nicht mehr ändert, die im PC einzutragen und fertig, dann hat man nie wieder dieses Problem. Das muss man natürlich auf allen angeschlossenen PCs machen. Ich habe das Problem jetzt mal bei mir nachgestellt, indem ich einfach manuell eine falsche IP vergeben habe. Und ihr seht hier mein Epson XP 810, der ist ausgegraut. Das heißt, da kommt jetzt mein PC gerade nicht ran. Den zeigt er sozusagen als offline an, obwohl der hinter mir steht und an ist. Was kann ich jetzt also tun? Ich kann am Drucker einfach schauen, was der gerade für eine IP hat. Dazu gehe ich in Einstellungen und Netzwerkstatus. Da steht dann die IP. Jetzt könnte ich, wenn ich diese IP rausgefunden habe, hier einen Rechtsklick machen, gehe auf Drucker-Eigenschaften, gehe dann hier auf Anschlüsse und hier sehe ich den Standard TCP-IP-Port. Hier gehe ich auf Konfigurieren und hier steht die IP drin. Jetzt habe ich auf meinem Display gesehen, dass die IP eine 107 ist. Dann ändere ich die hier, bestätige das mit OK und hier auf Schließen. Und dann dauert es nicht lang und der wird mir als verfügbar angezeigt. Jetzt ist er nicht mehr ausgegraut, der Computer erreicht ihn jetzt also. Das heißt, wir haben ja nur ein IP-Zuordnungsproblem, das ist eigentlich alles. Jetzt könnte man sagen, naja, Problem ist ja gelöst. Naja, das habt ihr aber in ein paar Wochen oder ein paar Tagen oder ein paar Stunden, je nachdem wie lange diese IP-Adresse halt vorhält, habt ihr das wieder, weil euer Router ständig neue IP-Adressen vergibt, je nachdem wie er halt eingestellt ist. Aber er wird irgendwann eine neue vergeben, definitiv. Was kann man dagegen jetzt tun? Es gibt eine elegante und eine unelegante Methode. Die elegante Methode ist, im Router einfach einzustellen, dass der Drucker immer die gleiche IP bekommt. Das versuchen wir jetzt mal hier. Dazu gehe ich ins Interface von meinem Router. Schaut da bitte im Handbuch von eurem Router oder hinten auf die Rückseite von eurem Router, wie ihr da drauf kommt. Meistens hat man hier solche Standards-IPs 192.168.0.1. Die gibt man im Browser ein, drückt Enter, gibt dann Benutzernamen und Passwort ein und kommt dann eben aufs Interface. Jetzt klicke ich mal hier auf den DHCP V4-Server. Hier ist eben eingestellt, dass der die IPs automatisch vergibt. Das ist das DHCP, dieser DHCP-Mechanismus. Und hier sehe ich, dass der anfängt, ab 100 die Adressen zu vergeben. Also der vordere, die vorderen drei Teile bleiben gleich, 192, 168 und 0. Und ab 100 fängt er halt an, IP-Adressen zu vergeben. Und ich kann aber auch IP-Adressen reservieren. Das sieht man hier unten. Da habe ich die MAC-Adresse, das ist eine Hardware-Adresse. Die ist bei jedem Gerät einzigartig. Die kann ich hier eintragen und kann eine feste IP vergeben. Das ist auch das, was wir jetzt mit dem Drucker machen wollen. Dazu gehe ich aber hier in die Netzwerkansicht, das heißt hier bei My Network. Dort werden dann alle Geräte angezeigt, die bei mir im Netzwerk rumkeuchen und fleuchen. Und in dieser Liste sollte dann euer Drucker auftauchen mit der entsprechenden IP. Wenn ihr jetzt eine feste einrichten wollt, dann braucht ihr die MAC-Adresse. Leider wird jetzt hier mein Drucker nicht angezeigt, warum weiß ich auch nicht. Aber wir tun mal so, als wäre das hier unser Drucker. Der heißt in der Regel dann Epson irgendwas. Also das seht ihr dann mal am Namen, was da euer Drucker genau ist. Oder könnt halt, wie gesagt, auf dem Drucker im Display gucken, welche IP der hat und könnt dann anhand von der IP hier sehen, welches das wäre. Bei mir war das, wie gesagt, die 107. Wenn jetzt hier also ein Gerät die 107 hat, ist das mein Drucker. Ich kann mir also hier die MAC-Adresse rauskopieren, gehe dann zurück in den DHCP V4-Server, kopiere die MAC-Adresse vom Drucker hier rein und kann dem hier eine feste vergeben, weil in meinem Fall wäre das die 107. Hier unten seht ihr schon, da steht er schon drin, dass der Epson-Drucker, der hat schon eine feste IP vergeben. Also der Router wird dem immer, wenn der ankommt und nach einer IP fragt, wird er dem immer die 107 geben. Von daher muss ich da am Drucker nichts mehr ändern oder einrichten. Wie gesagt, das sieht bei euch im Router natürlich völlig anders aus, aber ihr könnt euch mal an dem orientieren, was ich euch hier gezeigt habe. So, das war jetzt die elegante Möglichkeit. Die nicht elegante Möglichkeit ist, am Drucker eine feste IP zu vergeben. Dazu kommen wir jetzt. Um nun eine feste IP in meinem Epson-Drucker einzustellen, bin ich erstmal im ganz normalen Hauptmenü und hier unten bediene ich jetzt die Tasten, um in den Setup-Modus zu kommen.
Im Setup-Modus scrolle ich ein bisschen runter und sehe hier Wi-Fi und Netzwerkeinstellungen. Klicke ich drauf und hier habe ich eine ganze Menge Informationen. Interessant ist erstmal der Netzwerkstatus. Er hat jetzt die IP-Adresse 107. Ich könnte jetzt natürlich am Computer einfach die IP-Adresse 107 einstellen und das Drucken würde wieder funktionieren. Der Nachteil ist dann, der Router vergibt ja über DHCP die Adressen immer wieder neu. Das kann also sein, dass in 2 Wochen dann wieder eine neue Adresse vergeben wird und dass ich diese ganze Prozedur nochmal machen muss. Deshalb sollten wir jetzt eine feste IP vergeben, die dann im PC eintragen und dann können wir halt sicher sein, dass der keine neue IP mehr zugewiesen bekommt. Deshalb gehe ich jetzt hier zurück. Also beziehungsweise wir sollten uns mal die IP merken, die können wir ja übernehmen als feste IP, das ist ja kein Problem. Beziehungsweise wir sollten halt, wie ich es vorhin gesagt habe, im Drucker mal schauen, dass wir nicht in der Range sind, die der Drucker selbst vergibt. In dem Fall ist es kein Problem, ich habe ja meinen Router die IP-Adresse vergeben lassen, die 107, und die auch festgesetzt. Und wenn das bei euch nicht möglich ist, dann müsst ihr eben in eine Range gehen, wo der Router die IPs nicht vergibt und diese manuell hier festlegen. Ich gehe mal zurück und gehe hier unten auf Netzwerk manuell einstellen. Ich kann jetzt hier einen Druckernamen eingeben, kann ich aber, schlägt mir hier einen vor, den lasse ich einfach drin, spielt keine Rolle. So, hier werde ich jetzt gefragt, ob ich die TCP-IP-Einrichtung automatisch oder manuell machen will. Das ist genau unser Punkt, nämlich manuell. So, wir warten immer kurz, bis er die Vorschlagswerte bringt. Genau, er hat jetzt die 107 drin, ich habe ja gesagt, die kann man lassen. Aber wie gesagt, bitte guckt, in welchem Bereich euer Router IPs vergibt, das habe ich euch ja vorhin gezeigt. Deshalb bei mir wäre jetzt die 107 dann suboptimal, weil bei mir fängt er ab 100 an, die IPs zu vergeben. Ich müsste dann also eine IP unter 100 wählen und die darf auch noch kein anderes Gerät haben. Ich lasse jetzt die 107 drin, wie gesagt, bei euch gucken, in welcher Range das wäre. Ihr könnt zum Beispiel Punkt 50 dann nehmen, wenn eure auch ab 100 anfängt, IPs automatisch zu vergeben. Ich gehe jetzt hier wieder auf Fertig, bestätige das. So, die Subnet-Maske, die sollte in der Regel auch stimmen. Da kann man auch bestätigen. Standard-Gateway ist der Router, den hat er auch bei mir richtig drin. Bestätige ich auch. DNS-Server braucht man im Grunde gar nicht, aber den können wir jetzt auch mal hier drin lassen. Ist auch der Router, passt soweit. Den zweiten braucht man auch nicht, vielleicht hat er einen drin. Ja, null, also brauchen wir nicht. Fertig. Ein Proxy hat man in der Regel nicht, deshalb nein. Und das war es dann auch schon. Jetzt hat er manuell diese feste IP und wird immer versuchen, diese IP zu bekommen. Hat er da ein Problem, die zu bekommen, weil ein anderes Gerät das auch hat, dann müsst ihr diesen Konflikt entweder manuell lösen oder mal im Router schauen, welches Gerät denn noch mit dieser IP unterwegs ist.